Hi, ich würde ganz schnell noch ein last but not least Weihnachtsgeschenke runterratter Ideenvorschlagsvideo drehen. Ich habe ein paar schöne, süße, kleine Ideen gefunden und sage einfach für mich auch in diesem Jahr, also wir treten noch ein bisschen kürzer, was die Geschenke betrifft, weil wir durch unseren Garten doch sehr viel Ausgaben hatten und dann auch einfach für uns überlegt haben, wo können wir noch ein bisschen sparen. Oder einfach, weil auch das Geld nicht da war, was können wir uns einfallen lassen, um trotzdem alle glücklich zu machen. Aber dabei auch noch was total Kreatives und Schönes dabei zu tun. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, ein bisschen gegoogelt, ein bisschen bei YouTube geguckt, was kann man so tun. Und mein Anreger für dieses ganze Video war eigentlich das Peeling, wovon ich euch im letzten Video schon erzählt hatte. Das, was ich auf der Kosmetikmesse gekauft hatte. Dieses Limettenpeeling. Und ich fand die Idee einfach total toll, weil ich habe dann mal so geguckt, mir die Inhaltsstoffe angeschaut und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert gewesen. Und dann habe ich so überlegt, okay, ist ja schon mal ein guter Anfang, Peeling. Ist pflegemäßig ganz toll für die Frauen, aber wo bleibt es für die Männer? Und dann habe ich halt so überlegt, was kann ich tun, womit ich beide Geschlechter irgendwie glücklich mache, denn Richard und ich, wir verschenken in diesem Jahr nur paarweise. Also wir machen immer so kleine Säckchen fertig und wirklich jedes Pärchen kriegt das Gleiche. Und zurück zu diesem Peeling. Also ich finde schon mal die Verpackung eigentlich total schön, aber ich habe geguckt, dieses Tiegelchen oder dieses Glasdöschen kostet so im Verkauf schon 5 Euro und ich war einfach nicht eingesehen, so viel Geld dafür zu bezahlen, wenn ich ja eh nur kleine Pröbchen oder so kleine Portionchen verschenken möchte. Und ihr wisst ja alle, ich bin ein riesengroßer Fan von IKEA. Und IKEA hat ja allen möglichen Kram für Kleinaufbewahrung und so weiter, unter anderem auch diese Dinger, die ja immer in diesen Viererpack sind und die waren mir einfach im Gedächtnis. Da habe ich dann so gedacht, das ist perfekt. So, das war schon mal der Grundbaustein. Was braucht man für ein Peeling? Himalaya-Salz, nicht das ganz grobe, es ist schon so ein bisschen feiner gemahlen, aber immer noch so grob, dass man sich gut damit peelen kann. Dann habe ich mir überlegt, welche Duftrichtungen möchte ich haben. Ich persönlich liebe Lavendel über alles und Rosendüfte. Und ich habe einfach so gedacht, okay, du kaufst es, hast bestimmt ein bisschen Überschuss und so hast du immer noch genug für dich und du weißt, du wirst diese Düfte mögen. So würde ich irgendwie von Anfang an agieren, dass ich immer das mache, was ich auch selber total schön finde. Und dann waren wir halt im Reformhaus und ich habe mir einmal geholt türkische Rose, so ein kleines Öl, Duftöl, und einmal Lavendel fein. Und wichtig ist bei diesen Duftölen, die brauchen unbedingt ein Trägeröl, um sich entfalten zu können. Optimalerweise wäre das Jojobaöl oder Mandelöl. Das war mir zu teuer. Aber ich habe darauf geachtet, ein kalt gepresstes Öl zu nehmen. Und ich würde euch auch bitten, spart da auch nicht am Geld. Also ich habe das jetzt hier von Rewe gekauft und das hat 8 Euro gekostet. Weil das, dass ihr ein gutes Öl habt, ist wirklich die Grundessenz. Weil wenn das so penetrant nach Olive stinkt, nützt euch auch das beste Duftöl nicht, weil den Geruch kriegt ihr einfach nicht übertüncht. Und für das optische Highlight dachte ich einfach noch, habe ich mir getrocknete Blüten gekauft. Das sind einmal diese Rosenknospen, die habe ich aber noch ein bisschen zerstampft mit dem Mörser, weil die waren mir dann doch zu groß. Und dann einmal Lavendelblüten. Und ich fand das einfach, das sieht optisch einfach cool aus. Was, wenn es jetzt darum geht, wie es riechen soll. Also ich habe dafür jetzt wirklich kein Patentrezept. Ich habe mich da einfach auf mein Näschen verlassen und darauf, was mir einfach gefallen würde. Aber jetzt gerade so bei Lavendel habe ich extra auf so ein bisschen darauf geachtet, dass es nicht zu penetrant ist, mild und dass man das auch wirklich gern riechen möchte und nicht, dass es einem irgendwann überkommt. Denn ich finde, Lavendel ist eigentlich so ein schöner Duft und da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich den nicht verdirbt. Ebenso wie bei der Rose, denn es ist eine türkische Rose und der Geruch ist doch ein bisschen anders, aber gerade den mag ich total gerne und war bei dem dann so ein bisschen vorsichtig, dass er vielleicht dem anderen nicht so aufdringlich ist. Aber da würde ich wirklich sagen, probiert aus und testet. Also ich habe jetzt herausgefunden, dass diese eine Packung Salz, was sind das? 300 Gramm, reicht für 4 dieser Glastiegelchen. Und ich finde, da kann man wirklich ein bisschen was rauskriegen. Und da bleibt auch genug für einen selber übrig, wenn man jetzt ein bisschen mehr Salz gekauft hat. Vor allen Dingen auch das Öl und die getrockneten Blumen, die halten wirklich ewig. Und da habt ihr, glaube ich, ganz viel Freude noch das Jahr über verteilt mit. Ich habe dann noch Folgendes gemacht. Ich habe
das noch umwickelt mit, Entschuldigung, ein bisschen diesem ganz normalen Geschenkband und habe dann ein kleines Karteikärtchen mir so zurechtgeschnippelt, dass ich ganz viele kleine Vierecke hatte, habe das einmal mit einem Locher gelocht und habe das mit so eingefädelt und habe dann nochmal rangeschrieben, was es denn für ein Peeling ist. Sieht nochmal noch schöner aus. Okay, das war das Peeling. Dann hatte ich mal irgendwann, ich bin so ein Riesenfan von Jamie Oliver und damals hatte er noch, da war er noch nicht ganz so abgehoben, möchte ich mal meinen. Und ich habe ihn sehr gerne geguckt, das war so am Anfang, als er rauskam. Und das war eine Serie, eine Folge, die blieb mir so im Kopf, da hat er ganz simpel selber Vanillezucker hergestellt und meinte dann, das ist immer das perfekte Geschenk für Familie und Verwandte und Freunde. Und das, wo ich dann überlegt habe, so, ja, das ist genial. Und dann habe ich mir überlegt, okay, mach nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und ich habe mich bei IKEA in diese Aufbewahrungsgläser verliebt. Ich fand die so toll. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe beschriftet, also hier steht jetzt Vanillezucker drauf, ich hoffe, man kann es lesen. Und dann habe ich den so ein bisschen dekoriert mit Sticker. Bei IKEA gibt es im Moment diese hier im Angebot für 50 Cent und man kann sich da wirklich austoben. Und bei mir ist wirklich jedes Vanilleglas sieht anders aus, also keins gleich dem anderen. Und hier oben zum Beispiel habe ich immer so einen Sticker drauf und dann habe ich bei verschiedenen habe ich mich auch wirklich so rumgearbeitet oder versucht, die Schrift ein bisschen zu variieren. Aber bei dem Inhalt, da habe ich einfach das so gemacht, dass es mit dem Mixer hinhaut und dann so ein Stück von der Bonbon-Vanille genommen und so lange gemixt und gesiebt, bis das so war, wie ich es als toll erachtet habe. Und ich habe da auch wirklich kein vorgegebenes Rezept gehabt. Ich habe da einfach drauf losgelegt. Und der Geruch ist sehr schön. Ich habe das jetzt schon zwei Paaren geschenkt. Die waren davon wirklich sehr begeistert. Vor allen Dingen von der einen, weil sich die backt sehr, sehr gerne. Und ich denke, Vanillezucker, darüber freut sich jeder, weil das braucht man eigentlich auch immer. Jo, das war der Vanillezucker. Dann habe ich ein wunderschönes Video gesehen von der Nadine von Empathy, wie sie selber Pralinen macht und die werde ich morgen auch noch machen. Die fand ich ganz klasse. Also das Video würde ich euch auch gerne mal hier verlinken, das ist wirklich genial. Aber ich habe dann auch mal so geguckt bei Google und ich mag chefkoch.de so gerne und die haben auch so tolle Rezepte für Pralinen. Und da habe ich mir zwei Rezepte rausgesucht. Das sind einmal Marzipanpralinen, die habe ich selber gemacht, einfach mit Marzipan. Rohteig, Rohmasse mit Zartbitterkuvertüre und einer halben Walnuss. Und das war's. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beim Pralinen herstellen so viel Freude dabei gehabt und so viel Spaß, wie ich eigentlich wirklich beim Einkaufen von irgendwelchen kommerziellen Geschenken nie hatte. Das ist total bescheuert, aber das ist so. Und dann habe ich gefunden, die heißen bei chefkoch.de Weiße Verführung. Die sind mit Kokosraspeln und mit Amaretto, kann man auch wunderbar kombinieren mit Baileys. Also die Rezepte, die ich hierfür verwende, setze ich euch auch alle in die Infobox. Und was ich gemacht habe, das kam super gut an. Letztes Wochenende haben wir uns mit Verwandten getroffen und ich wollte eine kleine Überraschung machen. Und ich habe selber Pralinen hergestellt, die man sofort verzehren musste, weil die nannten sich Tiramisu-Pralinen und die waren mit Mascarpone, also wirklich wie ein Tiramisu bereitet wird, aber halt ein Kügelchen. Dann habe ich mir diese kleinen Pralinen-Schiffchen oder Pralinen-Förmchen gekauft und die da so schön drapiert und die gingen weg wie nix und die fanden die total toll. Das war klasse. Ja, denn was haben wir noch? Dann fand ich ganz toll, habe ich bei einem YouTuber gesehen, die hat Schokoladen-Lollis gemacht. Und ich habe vor kurzem bei Alicia's Beauty World gesehen, die hat auch so eine Dinger gemacht, aber für, ich habe das so verstanden, also Schokoladenlöffel, die dann für eine heiße Milch gedacht sind. Und die finde ich auch total toll, die mache ich morgen. Aber für die Schokoladen-Lollis, da habe ich mir geholt von Rewe diese kleinen Schnapsgläser, diese Plastik-Schnapsgläser. Dann so eine Holzpieker, ganz simpel. Und dann habe ich mir geholt mehrere Schoketten, einmal in Nougat
und einmal in weißer Schokolade. Und um die so ein bisschen aufzupeppen, mache ich bei der Nougat noch ganze Nüsse rein. Und bei der weißen Schokolade, da habe ich so eine Knusperperle. Und die haben so, sie sind so weiß, braun, schwarz. Und die finde ich so toll. Und das sieht dann von unten, wenn man die dann so von unten anguckt, die sehen so toll aus. Und die mache ich dann in Klarsichtfolie, verbinde die dann mit einem schönen Schleifchen, mache wieder meinen kleinen Zettel ran und dann ist das schicki. Und bei den Schokolöffeln, das Video verlinke ich euch auch mal hier von Alicia, da habe ich mir geholt weiße Kuvertüre und dunkle Kuvertüre. Und bei der weißen mache ich noch ein bisschen Bonbon-Vanille rein. Und bei der dunklen, glaube ich, ich habe so ein schönes Nougat-Aroma, das werde ich noch mit reinmachen. Und dann halt Plätzchenlöffel, das lasse ich dann auch wieder reingießen in so ein Schnapsglas, stecke das rein, lasse das aushärten und dann genau das gleiche mit dem Verpacken und das ist super. Ich liebe es, Marmelade zu kochen und die meisten, die wissen, wenn ich sie koche, reißen sie sich auch drum, weil sie so gerne essen und ich mache so gerne Erdbeermarmelade, weil Richard Erdbeermarmelade so liebt. Und wir haben diesmal bei Amazon eine Großbestellung gemacht von Einweggläsern und zwar so eine niedlich kleinen und das ist wirklich, na ich glaube, was heißt das, reicht das für 2 Wochenenden, wenn überhaupt. Aber halt so Probegläschen, dass man da so ein bisschen naschen kann. Ich habe halt ein ganz simples Erdbeermarmeladenrezept genommen. Das verlinke ich euch auch in die Infobox. Und ich finde das dann einfach, um die so ein bisschen aufzupeppen. Also ich habe so eine Schriftsticker hier noch drauf gemacht. Das sind halt drauf, ich schreibe meine Erdbeermarmelade Dezember 2012 drauf. Und dann habe ich mir bei Kaufland so eine Großpackung mit Servietten geholt. Die halbiere ich einmal, weil mir die so zu dick sind. Und dann lege ich die hier so rauf, einmal rum, dann kommt ein Gummizug rum und dann nochmal ein schönes Geschenkband und dann auch das gleiche Prinzip wieder mit den Kärtchen. Und ich finde die einfach so süß. Und wer jetzt mag, kann hier zum Beispiel hier oben drauf auch noch so einen Sticker rauf machen, wie die von den Ikeern. Und wir hatten dann so viele von diesen kleinen Dingern und ich dann so überlegt, was kannst du damit noch machen? Ich hatte irgendwann mal das gesehen bei Google, Kuchen im Glas. Ich fand das total faszinierend und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe bei chefkoch.de ein super tolles Rezept gesehen. Die Dinger, der Kuchen im Glas hält, glaube ich, ein halbes Jahr. Und ich habe einen Schoko-Toffee-Kuchen entdeckt. Das ist so banal, simpel und einfach und lecker. Und ich verpacke die genauso wie die Erdbeermarmelade. Plus, dass ich noch einen kleinen Zettel dran gemacht habe, schmeckt mit Vanilleeis oder Vanillesoße noch am allerbesten. Und oh, wir haben die schon so durchgenascht. Die sind ja so köstlich. Auch einfach mal so für den Verzehr, nicht unbedingt nur für Weihnachten. Aber die waren lecker. Und ich finde, das alles in so einem kleinen Tütchen, das ist wie so eine Riesenüberraschung. Damit rechnet keiner. Und ich finde das toll. Und wenn ihr jetzt gerade nicht die Möglichkeit habt, so eine Gläser bei Amazon zu bestellen, bei Real, bei Kaufland kriegt ihr die noch. Auf jeden Fall, ich habe geguckt im Baumarkt und in der Metro, da hatten sie sie leider nicht, aber vielleicht habt ihr auch mehr Glück als ich. Aber Kaufland und Real auf jeden Fall. Und das sind meine Geschenke dieses Jahr. Weiß ich, der eine mag vielleicht sagen, es ist total bescheuert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat so viel Spaß gemacht. Und allein das mit der Marmelade und mit dem Kuchen im Glas, das werde ich mir so beibehalten. Ich finde das genial. Und wenn ich das Geschenk bekommen würde, ich würde mich so darüber freuen, weil das ist was richtig Besonderes. Derjenige hat sich hingesetzt, der hat sich Gedanken gemacht, der hat das mit Liebe gemacht, der hat das süß eingepackt. Und ich würde mich darüber, glaube ich, richtig, richtig doll freuen. Wem das jetzt trotzdem noch zu simpel ist, empfehle ich euch die Videos von der Make-up-Zauber. Die hat ganz tolle Vorschläge gemacht, was so Beauty und Kosmetik, was ihr dann noch Schönes kaufen könnt, falls ihr auch so wie ich Einkäufer auf den letzten Drücker seid. Da empfehle ich euch ihre Videos, die verlinke ich euch in die Infobox. Und falls ihr noch weitere Anregungen haben wollt, durchstöbert so ein bisschen YouTube, guckt bei Google. Vielleicht müsst ihr nicht unbedingt die Rezepte nehmen, die ich genommen habe, aber vielleicht so als kleinen Denkanstoß. Würde ich mich riesig darüber freuen und schreibt mir auch jeden auf jeden Fall, wenn ihr das gemacht habt, was ihr gemacht habt und wie das ankam. Also es würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Jo. Das war's. Ciao.